Gleich nach der Scheidung von der Waldtraut. Ich glaube, ich dran. Die Scheidung von der Waldtraut, man kennt das. Was geht, Freunde, aus mit? Wir switchen rüber und let's rock! Damit habe ich mich selbst übertroffen. Schaut's okay. Her, Mann, der Onkel Horst hat mir wieder einen gewandten Einfall gehabt. Toll, er hat eine Speisekarte, mal. Schnapper. Wühlschall für 5 Euro? Da geben wir gleich einen ab. Genau, dass die Leute nur noch zum Sauffeiner kommen. Kein Wunder, dass in keine Kneipe mehr saufen gehen kannst, Mann. Also, Chef, ich finde, das ist ein richtig pfundiger Vorschlag. Nur dazu, wo ich den Ausschank mache. Da muss ich vor jeder Mischung abschmecken. Es ist wirklich viel zu teuer geworden, in irgendeine Kneipe zu sitzen. Wir saßen vor einem Monat oder so bei uns in der Kneipe. Also, das ist Döner und Kneipe in einem. Das sind zwei verschiedene Abteile. Da in der einen Abteilung ist der Dönerladen drin und in die nehmen, die hatte ausgebaut zur Kneipe sozusagen. Und ich habe nicht viel getrunken, vielleicht 2 Bier und, was weiß ich, 3-4 Schnaps und habe über 20 Euro bezahlt. Hey, da wirst du nicht mal besoffen von. Damit wir ja das richtige Asbach-Cola-Verhältnis haben. Du weißt doch immer, Holz für die Kundenzufriedenheit. Ah, du Arschloch. Ich glaube, ich bin. Beim Schachtel wird verlangen es bloß nur 3,50 für der Rüschall. Das kann kein Zufall sein. Der Alois, der hinterhältige Saugrippe, möchte mir meine Stammkundschaft abluchsen. Ja. Aber so haben wir ganz sicher nicht gewettet. Ach, Horst, wir werden da doch nicht. Hat dann Brötchen und der Bier, man kennt das. Toll bleiben. Soll du erstmal dein Deckel? Ja, vielleicht da nicht. Im Hoffen werde ich. Das kenn ich noch. Zahl du erstmal dein Deckel. Sagen wir am längeren Hebel sitzt. Ab sofort kostet den Borzenstüberl das Rüschall nur noch 3 Euro. Albert, hast du das Das hab ich jetzt nicht verstanden. Irgendwas kostet nur noch 3 Euro. Bert, ein Rüschall für 3 Euro. Ach so, ja, jetzt hab ich's geschnallt. Ja, das ist der Schnaps da. Da reicht sogar mein Stundenlohn, um während der Arbeitszeit ein paar rein zum Stein. Das so wenig Lohn, Alter. Und dann noch während der Arbeitszeit. Wer kriegt während der Arbeitszeit schon Lohn? Ist ja scheiße. Ist der schönste Tag in meinem Leben, gleich nach der Scheidung vor der Waldtraut. Ich glaube, ich dran. Die Scheidung vor der Waldtraut, man kennt das. Oh. Aua! Yes! Das wird nicht aufhören, der Schmerz! Au! Witzig! Au! Ich kenn's! Fix! Das wäre der Granaten! Tja! Mei, Helmut, du bist so dumm wie ein 5-Meter Feldweg. Woher will man wissen, ob ein Feldweg dumm ist und nicht schlau? Man weiß es nicht, er redet ja nicht mit einem. Für 3 Euro. Na gut, er lässt Leute auf sich rumtrampeln, das ist schon ziemlich dumm. Bieten. Das merkt doch jeder der hergelaufene Deutel, dass dieser alte Hur mit Freilauf ist. Und bei den Mischungen, die... Was ist da, was ist da? Was? Brotzeitplatte, Knechtsaal, was? Sweets, Alter. Wurstsalat, oh ja, der ist geil. Obatzda? Was? Presssack. Was? Presssack? Was ist denn das? Fleischplan. Alter. Das steht einfach dieser geil. Rundum Suffern, ich gern ins Glasel pfeffert, wird dieser saftiges Minusgeschäft so schatz. Man konnte es trotz Facecam ein bisschen erkennen. Nämlich aus. Dann kann er sein Lohn bald zusperren. Und der ja. Schachtelwirt ist die urdigste Porzen in ganz Obersiersbach. Und jetzt mach ich mal Rüschall. Jetzt säuft es selber weg. Ah, der ist gut. Das kannte ich auch noch nicht. Das war cool. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, nicht getan, abonnieren. Dies sind Fahrt für mich. Und bitte. Aus.